Hallo, mein Name ist Jan Heinemann vom Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und digitale Spiele. In diesem Kurzreview für die Datenbank Games in der Erinnerungskultur der Stiftung Digitale Spielekultur geht es um das Spiel Attentat 1942 und seine erinnerungskulturelle Bedeutung. Attentat 1942 ist ein Indie-Adventure-Game, das 2017 von einem Team aus HistorikerInnen der Karls-Universität Prag veröffentlicht wurde. Die SpielerInnen versucht im Jahre 2001 der Vergangenheit auf den Grund zu gehen und anhand von Zeitzeugengesprächen und historischen Dokumenten die Ereignisse rund um das Heydrich-Attentat vom 4. Juni 1942 aufzuklären. Nach den Aussagen der Großmutter der SpielerInnen war der Großvater zu dieser Zeit in den tschechischen Widerstand involviert und wurde von der geheimen Staatspolizei verhaftet. Mit Hilfe gezielter Fragestellung in den Gesprächen der Zeugen der damaligen Ereignisse und mit Hilfe des Lösens kleiner Rätsel in den historischen Episoden sammelt die SpielerInnen weitere Informationen über die Geschehnisse. Nach der Demo von Through the Darkest of Times, das anlässlich der Gamescom 2018 das erste Mal eine Freigabe erhielt, verfassungsfeindliche Symbole abzubilden, war Attentat 1942 die erste Vollversion, die im September 2018 mit solchen Symbolen erscheinen konnte. Mit einer Mischung aus interaktivem Film, audiovisueller Ausstellung, Enzyklopädie und Rätselspiel vermittelt das von HistorikerInnen der Karls-Universität in Prag entwickelte Attentat 1942 die Geschichte der deutschen Besatzung anhand des Attentats auf Heydrich. Wie auch in Through the Darkest of Times geht es in Attentat 1942 um die zivile Perspektive auf die nationalsozialistische Terrorherrschaft, den Holocaust und zivilen Widerstand, die in Spielen bisher kaum Beachtung gefunden haben. Voraussichtlich im August 2021 erscheint mit Svoboda 1945 Liberation ein weiteres Spiel im selben Stile von Charles Games. Durch die Vermischung von historischen Artefakten, Fotografien und Filmausschnitten mit Schwarz-Weiß-Zeichnungen und interaktiven Video-Interviews vermeintlicher Zeitzeuginnen sowie vielfältigen enzyklopädischen Hintergrundinformationen gelingt es dem Spiel, eine starke Authentifizierung der historisierenden Inszenierung vorzunehmen. Der tatsächliche Anteil klassischer Spielelemente, neben den interaktiven Gesprächen und museal anmutenden Repräsentationen von historischen Artefakten, ist jedoch relativ gering, auch wenn in den historisierenden Rückblenden kleinere Rätselspiele gelöst werden müssen. Das Spiel Attentat 1942 bietet sich im Kontext der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und der Thematisierung von Holocaust und zivilem Widerstand sowie persönlicher Wahrnehmung und Verarbeitung von Kriegsgeschehen bis in die Nachkriegszeit hinein an. Anhand der inszenierten Gespräche mit Zeitzeugen, die sich zum Teil widersprechen oder über bestimmte Themen nicht oder erst zu einem späteren Zeitpunkt genauer sprechen wollen, lassen sich private Motive und die Perspektivität von Zeitzeugenberichten problematisieren und Quellenkritik üben. Das Spiel gibt der SpielerInnen nach Minigames und Interviews Rückmeldung darüber, welche gewählten Optionen historisch eher unwahrscheinlich gewesen wären, welche Informationen gesammelt und wie viele weitere Antworten möglich gewesen wären, sodass sich die SpielerInnen entscheiden kann, das Gespräch fortzusetzen oder neu zu starten. Da das Spiel keine nennenswerten Ressourcen benötigt und mit einer Gesamtspielzeit von unter 2 Stunden gut zu bewältigen ist, eignet es sich für den pädagogischen Einsatz. Allerdings ist das Spiel nur für Windows- und Mac-PCs erhältlich. Aufgrund der geringen Gesamtspielzeit ist ein episodisches Spielen in kleineren Gruppen oder gemeinsames Spielen in der Klasse denkbar und bietet gute Ansätze für anschließende Diskussionen über die erlangten Informationen, die repräsentierten Sachverhalte und Situationen sowie die Dekonstruktion der Zeitzeugengespräche und deren Einordnung in die kollektive Erinnerungskultur. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wenden Sie sich mit Fragen gerne an die Stiftung Digitale Spielekultur oder den Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und digitale Spiele.